Moin moin Leute, ich bin Ludwig Brain oder Infodiotic und begrüße gerade dich zu einem neuen Part von Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Wir sind das letzte Mal genau hier stehen geblieben und wollen uns mal ein bisschen weiter umgucken, beziehungsweise die Rangliste ein bisschen weiter hinaufklimmen, nicht wahr? Wir haben nämlich noch ein paar Kämpfe vor uns, die wir jetzt noch bezwingen wollen. Wie sieht unser Leben gerade aus? Tippitoppi. Und ich würde sagen, without further ado, Ranglistenkampf, rein geht's. Hallo Bomber, der nächste Kampf ist nämlich gegen Rang 7, gegen die Schattengang. Im folgenden Kampf solltest du keine Items benutzen, ein echter Kämpfer verlässt sich nicht auf irgendwelche Hilfsmittel. Okay, wir zeigen ihm einen richtig guten Kampf. Oh ja, die Schattengang kriegt sowas von einem auf der Nase. Toll, dein Kampf beginnt, rein da. Der Daumen geht hoch und wir gehen rein in den Kampf. Ich finde ehrlich gesagt die Rangliste ziemlich cool. Ich finde es auch cool, dass hier so viele Gegner sind, die man halt irgendwie bezwingen muss, die alle mal so einen kleinen eigenen Kniff haben. Aber ich muss zugeben, da ich es jetzt ja auch das erste Mal spiele und damals das auch nicht im Original gespielt habe, ich finde es ein bisschen lang. Also diese ganzen Kämpfe zu machen, das wirkt so gestretched. Bis zum Weg, dass man zum Sternjuwel kommt. Naja, die Unaufhaltsamen, die Schattengang. Also los, bist du bereit? Bomber, wir machen dich fertig. Let's fight. Okay, ich hoffe, die haben nicht wieder eine geisteskrank hohe Verteidigung. Aber wir werden sehen. Eigentlich würde ich sie auch gerne scannen, bin ich ehrlich. Aber wir... Da hätte ich jetzt nicht X drücken müssen. Ihr habt es mir in die Kommentare geschrieben, die Münze wird uns tatsächlich zugeworfen und jetzt sind sogar Zuschauer weggelaufen, weil wir die so weggehauen haben. Sorry. Einmal ausgespuckt und wir machen hier einmal den Multisprung drauf. Sehr schön. Die liegen erstmal auf dem Rücken. Sechs Schaden? Au! Gut, zwei haben wir wenigstens schon mal besiegt, das ist gut. Halleluja! Die haben auf jeden Fall reingehauen. So, wollen wir doch auch mal unseren neuen Hammer einsetzen, oder? Hammerschlag, der auch die hinteren Gegner schädigt. Okay. Bing. Aua! Wie gemein. Und das war's auch mit ihm. Sehr gut. Und damit sind wir jetzt auf Rang 7. Wunderbar. Rang 6, Rang 5, Rang 4, Rang 3, Rang 2... Fünf Kämpfe stehen uns noch bevor, bis wir zum Champion Aurelius kommen. Und das wollen wir natürlich schnellstmöglichst erreichen. Bomber! Die Twins! Hey, was soll denn das? Die Stahlbrüder platzen einfach hier rein? Du hast uns damals ganz schön fertig gemacht. Das zahlen wir dir heim. Und jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Also es geht los. Entschuldigung. Ich weiß, warum sie das getan haben. Das ist genau der richtige Zeitpunkt, weil Shadow... Okay, gut. Ich dachte, Shadow ist und bleibt K.O. Glücklicherweise nicht. Aber... Ich glaube, ehrlich gesagt, ich gehe wirklich mit dem Ultrapilz. Es ist eigentlich voll OP, dass wir dem Ultrapilz geben, aber ich habe ein bisschen Angst, wenn ich dem nur einen kleinen... Obwohl, wie viel macht der kleine Pilz? 5. Ich habe ein bisschen Angst, dass das nicht ausreicht, dass die zu viel Schaden machen. Wir werden sehen. Ich glaube, ehrlich gesagt, die sind nicht nur gescriptet in den Ring gestiegen, sondern eben zum Teil auch, weil Shadow gerade ein bisschen einen, ne, mitbekommen hatte. So, einmal müsste es gleich noch schaffen.
So. Eigentlich würde ich uns gerade beide einfach volle Pulle heilen. Perfekt. Machen wir. Jetzt werde ich mal ein bisschen gezielter schießen. In der Hoffnung, nicht wieder alles zu treffen. Narf. Ich weiß halt nicht, wie man hier nicht volle Pulle durchziehen soll. Okay, 4 ist ja schon mal gut was. Blumenpunkte auch. Er hält es zum Glück aus. Oh, mein kleiner süßer Shadow. Ein Glück, Mann. Tschüss, Stahlbrüder. Das war's mit euch. Das war tatsächlich ganz schön knapp, weil es wirklich so ein Double Fight direkt hintereinander war. Das war jetzt nicht unbedingt easy. Halleluja. Oh, schon wieder verloren. Ja, das ist unser Bomber Luigi, wie wir ihn kennen und lieben. Ein grandioser Sieg über die Stahlbrüder in einem Kampf ohne Regeln. Du bist so ein Schlagbar-Bomber und wir erwarten mit Spannung deinen nächsten Kampf. Und damit endet unsere heutige Vorstellung, also bis bald in der Arena. Wie dreist aber, dass die einfach so hinterrücks nochmal reingestartet sind. 17 Münzen Gage. Danke sehr. Mario steigt auf Rang 7. Dein Rang wurde erhöht, weil du die Auflage erfüllt hast. Ich lass dich jetzt allein. Eigentlich aufrecht, dass das jetzt trotzdem nur einen Rang erhöht hat, aber die Stahlbrüder sind halt auch nicht über uns, ne? Eine Rangliste funktioniert halt auch nur mit den Leuten, die über einem sind. Schon wieder eine Mail, langsam wird's spannend. Wenn du weiter herumschnüffelst, bist du erledigt. Oh Mann, eine Drohung, schätze das diesmal aber nicht von X. Nur wer hat sie uns dann geschickt? Ich gehe ja immer noch stark davon aus, weil, wenn es jetzt nicht Aurelius ist, der den Champion-Gurt bei sich trägt mit dem echten Sternjuwel, wer würde ihn wohl haben? Clubbone. Ich bin mir sehr sicher, dass Clubbone da mit drin steckt und dass der irgendwie fiese Machenschaften hier durchzieht. Wer ist denn jetzt als nächstes über uns? Das Fuzzy-Trio. Mhm. Tja, die Kamek-Dämonen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und gucken mal, was passiert. Hallo Bomber, du möchtest dich also zum Kampf anmelden. Also gut, dein folgender Gegner ist gegenwärtig auf Rang 6. Du kämpfst gegen das Fuzzy-Trio. Im folgenden Kampf solltest du keine Hammerattacke benutzen. Genau die hätte ich gerne benutzt. Ich bin gespannt, wie du dich ohne Waffen schlägst. Zeig mir einen guten Kampf. Also wenn die fliegen, habe ich halt ein kleines Problem, ne? Weil sonst hätte ich jetzt halt gesagt, Kupio, düster einmal durch. Oder man setzt halt nur Items ein. Ich glaube, wir sollten uns sowieso mal mehr eindecken mit Items. Weil wir haben jetzt gar nicht mal so viele. Well. Well, well, well. Das Fuzzy-Trio. Die sind auf jeden Fall am Boden anscheinend. Das ist ja schon mal gut. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallklempner-Bomber Luigi und die unersättlichen Sauger. Das Fuzzy-Trio. Wir schaffen das. Stimmt, das sind die, die sich lebenssaugen können bei den Gegnern. Fui zu, wir werden euch aussaugen, fui zu. Aber euch haben wir, glaube ich, auch das erste Mal besiegt mit Kupio zusammen, wenn ich mich recht entsinne. Und am Ende blasen wir euch vielleicht einfach weg mit Irona. Keine Hammerattacken. Wir dürfen clearly nicht auf die draufspringen. Das ist auch klar. Tja. Zieh du einfach erstmal hier kurz durch. Sehr gut. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass das auch alles ist. Weil das wird nicht funktionieren, das wird wehtun. Das ist ein Fuzzy. Darf man auf die draufspringen? Oh! Das ist ja unfassbar simpel. Also... Ha? Ich dachte, man darf nicht auf die draufspringen und deswegen ist das so ein großes Problem mit der Hammerattacke, weil... Diese Fuzzies sind, glaube ich, auch die aus Super Mario World, auf die man immer einen Spin-Jump macht. Und deswegen gehe ich immer davon aus, wenn ich draufspringe, dann tut mir das weh. Aber das ist denen egal.
Geschafft, Mario. Sehr gut. Ein weiterer Kampf für uns. Tipptopp. Ja, mit der Gage. Rang 6 sind wir schon. Traumhaft. Nochmal einmal flott ins Bett gelegt. Hey Bomber, Toad Scover hat dir vorhin ein Geschenk von einem Fan gebracht. Der Kuchen sieht echt lecker aus. Davon wirst du bestimmt bärenstark. Also dann, guten Appetit, Mario. Der leckere Kuchen hat deine Kräfte regeneriert. Mehr nicht? Ist hier immer noch besetzt? Besetzt. Junge, du bist aber auch lange am Pupen. Okay. Dann geht es als nächstes weiter mit den Kamek-Dämonen. Zwei am Boden, einer am Fliegen. Also wir nehmen erstmal Kupio mit. Hallo Bomber, du möchtest dich also zum Kampf anmelden. Rang 5, die Kamek-Dämonen. Im folgenden Kampf solltest du dem Publikum mindestens 3 Show-Einlagen zeigen. Ich hab dir schon oft gesagt, du musst das Publikum mehr begeistern. 3! Für jeden Kamek ein. Crazy, okay, wow. Ich liebe es, wie er den Daumen nach oben macht, wirklich. Ich hab's mir fast im Real Life angewöhnt, das einfach zu machen. So an der Kasse beim Supermarkt. Einfach auch mal Daumen zeigen, Freunde. Die finsteren Finsterlinge, die Kamek-Dämonen. Wir schaffen das. Du wirst dich wundern, was echte Magie alles vermag. Let's fight. Okay, wir brauchen 3 Show-Einlagen. Das sind natürlich echt einige. Sehr gut. Es sind schon mal alle am Boden. Okay, es sind noch nicht alle tot. Das finde ich gut. Könnt ihr euch gegenseitig heilen? Boah! Elektrisch geladen. Okay, ich würde sagen, wir nutzen jetzt eh erstmal einmal kurz die Zeit, um ein paar Show-Einlagen zu machen. Weil wir müssen 3 Stück machen. Das heißt, wir frühstücken das schon mal einmal ab. Durch alle durchfahren würde ich jetzt eher weniger. Aber einen vielleicht schon mal killen, ist glaube ich nicht so verkehrt. Ich habe mir nämlich fast gedacht, dass der jetzt K.O. geht. Alter Vater. Okay. Ich würde ihn schon mal plätten. Sehr gut. Wir machen noch eine Show-Einlage. Kupio wird dann vielleicht sogar hops gehen, weil die greifen irgendwie nur Kupio an. Gemein auch. Ich habe nichts gesagt. Well, danke. So, er ist auch nicht mehr elektrisch geladen, was natürlich ganz schön ist, Kupio. Du bist zwar fast K.O., aber du darfst noch mal eine kleine Show-Einlage machen. Hallo. Der Süße. Und jetzt machen wir noch mal eine Stampfattacke und bringen es zu Ende. Puh! Nice. Gar nicht mal so ein schwerer Fight, aber man muss halt... Er ist durch diese 3 Show-Einlagen, ist er halt künstlich in die Länge gezogen und man muss überleben, obwohl man sie eigentlich schon in mehreren vorherigen Zügen hätte umlegen können. Gewonnen! Mario! Oh, was ist das denn? Schon wieder ein unangemeldeter Kämpfer! Bomber scheint ja eine Menge Feinde zu haben, eine unglaubliche Wendung. Dass ich ausgerechnet dich hier in Falkenheim treffe. Tja, manchmal hat man eben wirklich Glück. Und bevor ich mir das Sternjuwel schnappe, bekommst du auch noch deine Lektion. Warum denn? Heute zeige ich dir, was wirklich in mir steckt. Okay. Kupio, du hast sehr gute Dienste geleistet. Bring mir erstmal bitte Gumbrina raus. Und wir...
hammern einmal. Au! Ich glaube, ich möchte trotzdem einmal einen Scan haben, weil ich gerne wissen würde, wie viel Leben Bowser wirklich hat. Und über Bowser ein bisschen was zu erfahren. 30! Das ist Bowser, aber was macht der denn hier? Ein gefährlicher Gegner. Besonders fies ist ein giftiger Biss. Danach sinken deine KP ganz langsam. Nach seinen Sprungattacken kannst du bestimmte Techniken nicht mehr nutzen. Konzentrier dich ganz einfach drauf, ihn zu besiegen. Ja, das ist ja super, dass ich ja gerade einen Scan eingesetzt habe. Macht größer und erhöht die Angriffskraft. Geben wir jetzt mal Gumbrina. Vielleicht hätten wir das uns geben sollen. Oh Gott, und Gumbrina ist auch noch vergiftet. Na, traumhaft. Aber hat sich auch direkt wieder geheilt um einen. Und das hält auch nur 3 Runden. Das ist ja ganz nett. Ich drücke wirklich immer zu früh A, ne? Es ist echt peinlich. Es ist peinlich, wie oft ich zu früh A drücke. Bingo-Zeit! Ob ich das jemals packen werde? Hey, wir haben geblockt. Au. Sehr gut. Okay, jetzt können wir einige Sachen nicht mehr einsetzen. Ah ne, das ist alles wegen der Blumenpunkte. Okay, okay, okay. 5 KP und BP stellt es wieder her. Das ist natürlich ganz nett. Wir kommen aber eigentlich gerade ganz gut klar mit allem. Gehen wir nach typischer Mario-Manier ihm mal ein bisschen auf den Kopf. Ja, typisch Mario. Findest du das eigentlich gut, deine Gegner so fertig zu machen? Geblockt. Wir können jetzt gleich einmal kurz eine Sternattacke einsetzen. Die knallt natürlich immer richtig böse. Was haben wir hier denn Schönes im Petto? Maxi-Beben. Machen wir doch mal die. Yes! Exzellent! Sechs Schaden gemacht. Das lese ich gerne. Sehr gut. Geblockt. Auch sehr gut. Setzen wir nochmal den Hammer ein, oder? Der Hammer knallt böse. Soll's das jetzt schon gewesen sein? Unverhofft kommt oft. Auch verrückt, dass wir einfach mal eben Bowser besiegt haben. Mitten in so einem Turnier. Ja, das ist unser Bomber. Der unbekannte Kämpfer liegt besiegt am Boden. Du bist unschlagbar, Bomber, und wir warten gespannt auf deinen nächsten Kampf. Aber für heute ist unsere Vorstellung beendet, also bis bald in der Arena. Crazy. Crazy, crazy, crazy. 19 Münzen Gage. Traumhaft. Rang 5. Okay. Dass dieser Kerl auch noch hier aufkreuzt, damit habe ich ja nicht gerechnet. Ne, damit habe ich auch nicht gerechnet, dass der hier auch noch vorbei läuft. Wir ruhen und uns erstmal hier aus. Ich frage mich jetzt so ein bisschen, da jetzt die letzte E-Mail war, wenn wir länger rumschnüffeln, dann wird das Konsequenzen haben. Ob das jetzt quasi so ein Wink mit dem Zaunfall war, mehr rumzuschnüffeln. Eigentlich ja clearly nicht, aber naja. Wen haben wir als nächstes? Als nächstes kommt Rang 4, Lanzissimo. Okay. Ich glaube, der hat ein bisschen was drauf. Vor dem habe ich ein bisschen Angst. Hallo, Bomber. Lanzissimo. Im folgenden Kampf solltest du deinen Gegner innerhalb von 5 Runden schlagen.
Ich bin danach mit meiner Freundin verabredet. 5 Runden. Okay. Das heißt, nicht wirklich scannen, sondern einfach rein. Okay, Lanzissimo. Er hat eine Lanze. Ich habe ein bisschen Angst, dass der switchen kann zwischen pieken nach vorne und hochhalten, dass man nicht auf ihn springen kann. Könnte ätzend werden. Der Hüter der Finsternis, Lanzissimo. Wir lassen uns niemals besiegen. Du hast zum letzten Mal das Licht des Tages erblickt. Okay. Der sagt wirklich straight up einfach, dass er uns umbringt. Gut. Ich befürchte, dass sie wird schief gehen. Okay, wird's nicht. Aber auf ihm springen wird nicht funktionieren. Deswegen will ich jetzt lieber den Move nutzen, ohne ihn zu scannen, ihn gleich umzuschießen mit Kupio. Weil wir müssen ja hier in wenigen Zügen sollen wir das alles machen. Deswegen einfach so viel Schaden wie möglich rausknüppeln. Sehr gut. Das wäre jetzt die zweite Runde. Außer seine Runden zählen auch, aber ich denke, es zählen nur meine. Vielleicht hätten wir ihn auch scannen sollen, weil am Ende steht da irgendwie, der hat so 40 Leben oder sowas. Ich hoffe nicht. Oh oh. Vielleicht hätten wir ihn scannen sollen. Nein, Quatsch. Mit links. Nice. Level up. Man merkt auf jeden Fall, dass wir jetzt immer mehr Begleiter haben, wo es sehr wichtig ist, dass wir deren Fähigkeiten einsetzen können. Deswegen geht es als nächstes mal wieder auf die BP. Die Blumenpunkte werden nach oben gedreht, damit wir auch schön die ganzen Fertigkeiten von Kupio, von Shadow, von Gumbrina, von Irona, alle möglichen einsetzen können und da jetzt nicht so schnell immer an den Exitus kommen. Der Gewinner ist Bomba Luigi. Gewonnen! Hey, sogar ohne einen Zwischenruf, das gibt's ja gar nicht. Wow. 20 Münzen Gage. Mhm. Okay, und jetzt geht es schon an die Top 3. Die Top 3 warten auf uns. Oh, nochmal eine E-Mail. Okay. Geh zur Telefonzelle vor der Arena. Also wieder eine Mail von diesem Ick zur Telefonzelle. Irgendwo habe ich schon mal eine gesehen. Suchen wir sie. Ich weiß sogar ganz genau, wo die ist. Aurelius! Hey Bomber! Du kommst gerade recht, ich werde dir einen Rat geben. Wenn du weiterhin so viel Aufsehen erregst, wirst du es irgendwann bereuen. Du solltest besser auf dich aufpassen. Wie unangenehm, dieser Kerl bedroht uns. Wenn er uns bedroht, dann war diese Drohmail vielleicht von Aurelius? Egal von wem die Mail war, wir sollten von nun an noch vorsichtiger sein. Ey, definitiv. Vorsichtig sein ist nie verkehrt. Speichern sollte man auch auf jeden Fall. Es zählt ja quasi geradezu ein, dass man vorsichtig sein soll. Ich muss zugeben, ich check nie so ganz, wie die Arena hier wirklich aufgebaut ist und wo jetzt der Weg raus oder rein ist. Da bin ich wirklich. Es ist nur ein Viereck, aber selbst das übersteigt meine Kompetenzen. Mein Hirn. Gut. Ab nach draußen zur Telefonzelle. Und ihr da vorne, ihr werdet bald ganz viele Bilder von mir machen. Glaubt mal. Glaubt mal, glaubt mal. Danke übrigens auch für den Kommentar. Ihr habt nämlich geschrieben, dass man hier ganz einfach hinkommt mit einem versteckten Block. Haha, so simpel. Wie genial. Judy, dann wollen wir doch mal direkt hier zur Telefonzelle. Ein Schlüssel? Öffnet die Tür des Lagerraums. Und wir werden beobachtet. Geh ins Lager neben Clapbones Büro. In das Lager? Es scheint ihm Spaß zu machen, uns durch die Gegend zu schicken. Okay. Lässt gegnerische Angriffe öfter daneben gehen. Blitzschlag gegen einen Gegner, Angriffskraft 5.
Das ist halt so ein krasses Item. 5 Schaden. 10 KP wiederherstellen. Da schlagen wir zu. Okay. Weiter geht's zum Lagerraum. Ich find's auch richtig cool eigentlich, wie nebenbei so dieser Plot erzählt wird. Und das macht's halt auch so ein bisschen luftiger. Würde dieser Plot nicht die ganze Zeit nebenbei erzählt werden, dann wäre es ja noch ein bisschen schwieriger, dass das so lange dauert, dass man jede Kämpfer hier nacheinander tötet. Oder besiegt, nicht tötet vielleicht. Wir sind immer noch in einem Kinderspiel. Also der macht das so ein bisschen lockerer alles. So dass man wirklich nicht nur dauerhaft hintereinander diese stupiden Ranglistenkämpfe hat. So. Dann wollen wir doch mal schauen, was sich hier befindet. Hm? Lagerschlüssel. Nagarine! Du? Oh, so sieht man sich wieder, süßer Mr. Schnauzer. Oh, Nagarine, wieder auf der Suche nach kostbarem Diebesgut? Womöglich kamen die Geräusche aus diesem Zimmer von dir. Auf keinen Fall. Nur Dilettanten machen Geräusche. Es muss doch irgendjemand anderes hier gewesen sein. Ja, bestimmt. Entschuldige, ich wollte dich nicht verdächtigen. Ich habe jedenfalls alles gefunden, wonach ich gesucht habe. Ihr könnt euch also nach Herzenslust bedienen. Krieg ich wieder einen Kuss? Hihi, also dann, Mister, Zeit, Adieu zu sagen. Oh, sie hat so wundervolle Lippen. Übrigens, in dieser Arena gibt es eine Menge seltsame Orte. Passt auf, dass ihr nicht so endet wie die da oben. Also bis dann, süßer Mr. Schnauzer, wir sehen uns. Kupio, was hast du gerade über ihre Lippen gesagt? Diese Nagarine ist wirklich süß. Ich hoffe, wir sehen sie bald mal wieder. Aber die da oben, was wollt sie damit eigentlich sagen? Na, die da oben. Finde den Schalter, um nach oben zu kommen. Der Schalter für die Treppe, dann gibt es hier also irgendwo eine Treppe? Also ich bin mir fast sicher, dass der Schalter da hinten ist, aber da kommen wir ja nicht hin. Oder? Da kann man ja auch nicht irgendwo durchschleichen. Hier ist kein Weg in dazwischen. Hier ist auch nicht wirklich was offen. Ich meine, wir können auf ihm zwar reiten, aber das ändert ja auch nichts. Mit ihr können wir hier Sachen umpusten. Das ganze Ding ist umpustbar! Oh mein Gott! Okay. Das war schon echt gut versteckt, Halleluja. Damit hätte ich nicht gerechnet. Heißt das, das hier ist auch alles fake? Yo! Erhöht den Schaden, den dein Partner beim nächsten Angriff verursacht. Charge P. Okay, ein Charge für den Partner. Okay, hier brauchen wir nochmal einen Schlüssel. Aha. Ich finde es aber cool, dass man hier alle möglichen Sachen wirklich einsetzen muss. Aha. Bevor wir dahin gehen. Erhöht die Gesamt-KP deines Partners um 5. Das ist sehr stark. Als nächstes gehen wir nochmal auf Orden. Das macht 6. Oh. Fallen wir jetzt in Aurelius Zimmer? Wo landen wir jetzt? In einem Luftschacht. Hier können wir uns Sachen anhören. Oder auch reinkommen. Aber in dem Lager ist niemand, oder? Nein, die Tür ist fest verschlossen. Machen Sie sich keine Sorgen, ich verwalte dieses Lager sehr gründlich. Wahrscheinlich waren es nur ein paar Mäuse. Schon in Ordnung, in dem Lager gibt es ohnehin nichts zu stehlen. Du hast ja gut aufgeräumt, aber was ist eigentlich aus Marono geworden? Ich habe noch nichts über ihn herausfinden können. Deshalb habe ich seine Registrierung gelöscht, wie es die Regeln verlangen. Der Kämpfer Marono existiert also für unser Unternehmen nicht mehr. Genauso habe ich es auch mit den anderen verschollenen Kämpfern gemacht. Bereits 5 in diesem Jahr. Es passiert immer häufiger, dass Kämpfer verschwinden. Wie kommt das nur? Inzwischen geht das Gerücht, die Arena sei verflucht. Also Herr Clapbone, ich verstehe das auch nicht. Sagt den anderen Kämpfern, Marono wäre in seine Heimat zurückgekehrt.
Es muss auf jeden Fall geheim bleiben, dass Kämpfer hier einfach verschwinden. Wenn diese Info publik wird, laufen unsere Zuschauer und Kämpfer davon. Alles klar, ich werde sie nicht enttäuschen, Herr Clapbone. Übrigens, du machst deinen Job sehr gut, aber manchmal verschwindest du plötzlich. Ich frag mich, was du da immer so machst. Herr Clapbone, ich hab doch auch Recht auf ein Privatleben, oder? Ach, noch etwas. Hast du schon einmal etwas von Sternjuwelen gehört? Nein, nie gehört. So. Gut, verstanden. Also gut, dann darfst du jetzt gehen. Kinda sus. Trotzdem, langsam gehen mir die guten Kämpfer aus. Nur dieser Bomber, der ist wirklich großartig. Ein echter Spitzenmann. Hey Bomber, hast du das gehört? In letzter Zeit verschwinden also immer wieder Kämpfer. Marono war doch der aus der zweiten Liga. Wollte er nicht aufhören und heimkehren? Hey, ist da jemand? Piep, piep. Eine Maus. Und ich dachte schon, da hätte sich jemand versteckt. Gut, dann also wieder zurück an die Arbeit. Ich dachte schon, da hat sich jemand versteckt. Na super. Okay, spannend, spannend. Puh, das ging ja gerade nochmal gut. Hast du auch gehört, dass Clapbone von Sternjuwelen gesprochen hat? Und diese Totskova scheint mir auch nicht ganz sauber zu sein. Aber verdrücken wir uns lieber, bevor wir entdeckt werden. Besser ist das. Also, zup, ab nach unten durch den Lüftungsschlitz. Und bloß nicht erwischen lassen, wie wir hier aus dem Lager kommen. Sehr gut. Okay. Freunde, die große 3 steht uns bevor. Und eben auch der große Kampf gegen Aurelius. Aber wie das alles sein Ende findet, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Brain, tüdelü mit Ü. Brrr.